Hallo und willkommen zu unserem neuen Format Minecraft Escape. Denn mit dabei ist der liebe XCraftAD, Hallo. der liebe Moldquief, Hallo. der Adoland Hallo, herzlich willkommen auch von mir. und natürlich ich. Hallo. Echt jetzt? Wir sind hier im Gefängnis und unser Ziel ist es auszubrechen. Um die Geschichte natürlich noch ein bisschen spannender zu machen, beziehungsweise interessanter, machen wir die Geschichte komplett in Roleplay. Wir tun also so, als würde dies die Realität sein. Und nein, wir sind nicht realitätsverlustgefährdet. Doch, ich Ja. schon. So, und wir wollten noch mal sagen, erstens, wir haben hier das komplett selber gebaut. Das wird noch viel größer, als man jetzt sieht. Und wir haben nichts abgesprochen. Nur gerade die Grundstory, nämlich, dass ich ein Gefängnistäter bin und Genau, und wir anderen sind die Ausbrecher. oder Nochmal die. zu den Rollen. Zu den Rollen. Ich bin so ein Typ, der alles weiß. Ich ziehe. Sag du? Ah ja, genau. Ich bin der Typ, ich habe manchmal Probleme, wo ich bin und erinnere mich nur noch an alte Zeiten und weiß nicht mehr, dass ich hier im Gefängnis bin und was ich getan habe und was passiert ist. Und Thomas? Ja, ich weiß es nicht, was für eine Rolle ich bin. Du stellst dir wieder Sachen vor, die nicht existieren. Aber ich Okay. bin nicht ein Spinnen oder so Also irgendwas. ich habe Instant-Halluzination. Genau. Aber nur kurz, so 50. Alte Leute in meinem Zimmer sind Döner. Nee, Okay, das sehe ich solche ein. Sachen nicht. Minecraft-Sachen bitte. Dankeschön. Okay, dann fängt jetzt das Roleplay an. Herr Wärter, wir haben Hunger. Werte, Oh, ich will Hunger. Hunger nicht sterbe Guten gleich. Morgen, Herr Viel Spaß. 69. Guten Morgen. Herr Wärter! Herr Wärter, die Tür fängt an zu rosten. Das ist nicht beste Herr Qualität. Oberkrieg, gehen Sie bitte hoch. Ich hab Durst und Ich will Durchfall. hier raus! Herr Oberkrieg, bitte die Tür. Ah, Mann. Ja, ich hatte Ich gedacht, öffne die die Treppe Tür. ist Vielen doppelt. Dank! Hexekraft und der Jutensitzmann, gehen Entschuldigung. Sie bitte raus. Ich habe gegen die Tür geklopft, da bin ich auch abgerutscht. Okay, ich komme sofort Er hoch. entfernt die Fackeln. Alle Fackeln da lassen. Halt die Augen. Wert, ich kann nicht mal mehr schnell laufen. Ich bin sehr am Verhungern. Ich bin gar nicht am Ich Hungern gerade. komme. Wir rennen auf unserem XXL-Sportplatz ein paar Oh Runden. ja. Wollen wir gleich noch zusammen in den Fitnessraum gehen? Ach ja, wir haben ja einen Fitnessraum. So, der Herr Wärter braucht wieder 3 Stunden, bis er hier ist. Hunger und Durst und Hunger. Hunger, Durst, Hunger. Wir So, haben Hunger und Durst. ich hätte gerne einen Kürbiskuchen und eine Flasche Wasser. Ja, sofort. Ella, hey, drängeln Sie sich nicht vor. Verschwinden Sie. Der ist im Game Mode. Oh, Entschuldigung. Gehen Sie weg. Herr Werner, die drängeln sich alle vor. Nein, das war der Herr Das Mobile. war Herr Mobile Creef. Wirklich. Es tut mir wirklich leid. Ich habe gedacht, da steht ein riesiges Zombie. Verstehen Oh, Sie? danke schön. Erzählen Sie es Ihrer Großmutter. Um was zu trinken? Riesiges Zombie. Was zu trinken? Ich habe bisher nichts bekommen. Da, hinter Ihnen, vor Ihnen. Das habe ich wieder nicht bekommen. Nein, kein Kürbiskuchen. Ich brauche was zu trinken. Geht doch, ja, es gibt doch 2 Schalter. Teilt euch doch also nehmt doch 2 Schalter, wenn es 2 gibt. So, Herr Mobile-Chief, haben Sie noch Hunger? Ja, ich Brauche habe noch was zu nichts trinken. gegessen. Hallo, ich habe immer nichts zu trinken bekommen. Herr Das sieht Adoland, man kommen Sie heutzutage her, ich nicht zeige mehr. Ihnen, wie ich Lacht esse. selber nicht. Herr Adoland, sehen Sie, wie ich esse? Kommen Sie her! Ich benötige noch eins, das wäre sehr nett. Und ich habe auch sehr Was mache Durst. ich mit der Glas? Herr Officer, was muss man mit der Glasflasche machen? Muss man die wieder Eins. zurückgeben? Bitte können Sie mir noch eins Ja, geben geben? Sie die bitte wieder zurück. Okay, also Sonst können dürfen Sie wir noch die nicht andere in die damit Ecke schmeißen? verletzen. Hier, ich habe eine. Ja. Hier. Nein, hierhin. Geben Sie Ja, die hier bitte. bla bla. Dort liegt noch eine am Schalter. Ich benötige noch einen Exi-Craft, ja? Kürbiskuchen. Ich habe sehr viel Ich hab's Hunger. doch in die Ecke geworfen. Ist doch auch in Herr Ordnung. Xycrofter, was machen Sie denn? Sie können doch Ja, nicht ich heb einfach sie ja Müll schon in die auf. Ecke Ich heb's auf. schmeißen. Ist gut. Ich habe sie schon. Herr Wärter, ich lege sie hier hin. Oh. Ich muss mal ganz dringend auf Klo. Ich bin sofort wieder da, Herr Wächter. Herr Wächter, ich Geht benötige in den einen Fitnessraum. Kürbiskuchen. Ich benötige einen So, Kürbiskuchen. ich gehe dann jetzt gerade.
Okay, wo geht's denn hier? Warte, ich komme mit in Fit. Wo ist der Fitnessraum eigentlich? Nein, ich bin gerade auf der Toilette. Hey, Leute! Ja! Wir treffen uns alle im Fitnessraum. Kommt mal in den Fitnessraum, schnell! Ja. Wo ist der Fitnessraum? Hier, zweiter Stock. Hier, Mubaki, hier durch die Eisentür. Ich komme auch. Hey, wollt ihr hier rauskommen? Ja. Ja. Ich habe einen Plan. Nice. Als erstes braucht ihr Goldnuggets. Und eine Goldnuggets kriegt ihr von mir nicht. Okay. Gib mir, ja, okay. Der Hallo? Ja, also, Herr Wächter, ja, Herr Wächter, wir haben über nichts gesprochen. Nee, guck mal, gehört, dass sie dir, das lag da gerade. Oh, ja. Oh, so ein Objekt hätte ich gerne. Das wäre sehr praktisch. Hä? Wo kommt das denn her? Das lag hier rum. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles in Ordnung. Ja, wir trainieren schon fit. Au! Eben rechts klicken. Nein. Lass doch mal den Trainer heil. Mann, Leute. Wir üben rechts klicken. Das ist eine. Ich lauf, ich knack meinen Rekord. Ach, Mist. Wieder nicht geknackt. Hey, ich sehe gerade auf der HD. Ja. Hey, ich glaube, er hört uns nicht. Leute. Okay, der Plan. Kommt rein. Schnell. Ja, kommt rein. Ja. Was? Ich werde gleich, wenn wir das nächste Mal in die Kantine kommen, werde ich den Wärter ablenken. Ich werde runter rein. Und dann müsst ihr in die Küche rennen und Gold da gezogen, okay? Ja, machen wir. Okay. Nicht so viele, sonst fällt das noch auf. Ja, nicht so viele. Und dann treffen wir uns wieder hier. Was kostet so ein Teil, was sie da haben, so ein Flugteil? Sekunde, ich muss noch mal überlegen. Ja, also 20 Goldnuggets kriegt ihr für eine Elytra, aber ihr müsst aufpassen. Elytra ist dieses seltene Teil, oh ja. Möglicherweise schafft ihr den Flug nicht, dann braucht ihr mehrere. Wie startet man so eine Elytra eigentlich? Sie müssen in der Luft, müssen sie die Flügel ausspannen, indem sie Leertaste drücken. Ich war gerade kurz auf Toilette. Wenn ich theoretisch... Diese Toiletten sind sehr hart. Ich finde das Modell mit dem, wo es auch Wasser drin gibt, finde ich viel schöner. Nee, das ist schon... Das ist halt ein Gefängnis. Digga, ja, du hast dich gerade... Aber mir... Also mir fröstelt's. Ich zieh meine... Ja, jetzt würde ich sagen... Kleidung mal an. Mir wird langsam kalt. Ich zieh meine Jacke an. Nicht, ich lasse es besser auf. Wo ist der Wärter? Keine Ahnung. Die Türen sind zu, wir kommen hier nicht raus. Ach, guten Tag, Herr Wärter. Ach, guten Hallo, Tag, Herr Wärter. Guten Tag. Guten Tag. Würden Sie bitte von der Tür weggehen? Ja, ist kein Problem. Wir haben so viel trainiert, jetzt haben wir aber Hunger. Kohldampf. Hey, rein da. Kohldampf. So, gehen Sie bitte hoch in die Kantine. Bitte gehen alle hoch in die Kantine, die Hunger haben. Oh ja, ja. Wer nicht in der Kantine ist, bekommt nichts zu essen. Ihr wisst ja, was jetzt so abgeht, okay? Ja. Herr Wärter, ich will jetzt was zu essen haben. Tut mir leid, die Sicherheitsvorschriften besagen, dass ich hier hinten rumgehen muss. Und das dauert halt mal. Oh Mann. Ja, sind wirklich viel zu lang. Die müssen auch mal ein bisschen trainieren. Heute ist Schnitzeltag. Hey, Jota, ist jetzt noch randaliert. Aua! Ah! Voll in den Bauch! Hey, Jota 69 randaliert! Er haut ab! Hey, Jota 69, stehen bleiben! Niemals! Komm raus, Mama Griffin. Und jetzt weg. Oh nein, ihr seid ein Blindfisch. Hey. Ja, nein, 69, wo sind Sie? Ah, hey. Oh, hört uns 69. Alle in seine Zelle. Ich hab Hunger. Mann.
Schon mal wieder nichts zu essen. Voll scheiße. Ah, falsche Richtung. Ich gehe meine Zelle, Ich fülle mich selbst ein. Oh, ach Gott, erstmal nicht. Jeder in seine Zelle, ich komm gleich kontrollieren. Gibt's so. Heute halt nichts zu Schuhe, essen. Ja, in die Hose ablegen, die Schuhe ablegen. Nee, Lena-Rüstung. Und die Kappe auch. Sie hatten ja noch was zu trinken. Und was zu essen hier. Ganz gewitz. Wer hatte noch was zu essen? Der Herr 169 hat noch jede Menge zu essen. Und hat jetzt eine Glasflasche auf den Boden geworfen. Muss ich ihn ja wohl mal filzen. Er hat gerade die Glasflasche aufgehoben. Öffnet die Tür, ich habe eine Glasflasche, ich möchte sie Ihnen geben. An die Wand stellen. Welche Wand? Es gibt vier Wände. An. Suchen Sie sich die schönste in die aus. Ecke. Nee, bei Ihren Rüstungsständen in die Ecke. Das ist mein einziger Freund. Wo haben Sie die Glasflasche her? Ich lege mich, glaube ich, schaue mich mal gerade aufs Ohr. Sprechen Sie oder ich muss schießen. Was? Hä? Ich mach doch gar nicht. Ich stehe hier ganz so, wie Sie wollen. Wo haben Sie die Glasflasche her? Oben die Tür stand offen, ich hatte Durst. Ich steh mir wieder auf. Sie haben nicht die Befugnis. So, Sie werden. Aber ich hatte so einen Durst. Sie werden eine Ration lang nichts bekommen. Oh. Herr Wärter, können Sie mal gerade meine Tür aufmachen? Ich würde gerne. Ich muss noch mal auf Klo. Ich habe so einen Blasendruck. So einen schweren. Ja. Okay. Ach, vielen Dank. Begleite Sie bis zur Tür. Vielen Dank. Ach, das tut gut. Ja. Oh. Darf ich auch raus? Nein. Aber ich muss auf dem Klo. Lassen Sie den Arm 169 doch auf Klo. Wir würden uns doch nichts tun. Ja, ich lasse ihn ja auf Klo, aber erst wenn Sie wieder da sind. Gehen Sie bitte rein. Es ist ja eh schon spät. Wir müssen gehen Sie bitte rein. Ich bin gestolpert. Nein. Oh, um Gottes Willen, ich bin gestolpert. Die Tür. Ich muss doch schnell auf die Toilette, bevor ich auf die auf. Ich muss auch noch mal. Ich muss hier noch mal raus. Ich muss auch noch auf Toilette. Bitte, bitte, bitte. Mir Platz. Ich glaube, Sie wahrnehmen erst. Die haben dafür doch ihren Freigang. In der Zeit können Sie trainieren und auf Klo. Essen haben Sie ja zu festen Tageszeiten. Ich habe zu viel trainiert, ich muss mal wieder auf Toilette. Bitte, bitte, Herr Werte. Ich werde mir auch meine Schuhe. Ja, aber das ist eine Ausnahme. Sitzt jetzt. Am besten wir legen uns alle mal ins Bett. Ist ja schon spät. Hey, 169. Wacht Sie auf! Was wollen Sie von mir? Ich habe meine Schuhe auch extra dafür. Herr Adulant, ich möchte auf Toilette. Und wir liegen alle schon im Bett. Ja. Komm, Herr Wächter, gehen Sie doch auch zur Ruhe. Ah, der Herr Wächter hört uns schon nicht mehr. Der scheint wohl schon eingeschlafen zu sein. Er hört uns nicht mehr. Ja, okay. Ja. Ich habe 1,5 Stacks Gold Nuggets. Aber ich bin gerade echt zu. Nö. Wir treffen uns, sobald wir hier rauskommen, treffen wir uns wieder im Fitnessraum. Ich nehme die Lytras mit. Okay. Was? Wo bin ich hier? Wo bin ich? Ruhig. Achso, ja, ich erinnere mich wieder. Wir brauchen auch noch eine Spitzhacke. Ja. Um uns in der Sand zu. Pass auf, der Herr Adulant, der kommt wieder. Pass auf. Ja, wir müssen. Wir brauchen noch eine Spitzhacke. 60 Geld. Dann kriegt ihr die Spitzhacke. Ihr müsst dann hinten durch den Gang, in der Kantine müsst ihr runterrennen und dann in seinen Raum. Dann müsst ihr die Falltür öffnen. Dann müsst ihr da wieder raus und müsst euch mit der Elytra den Gang runterstürzen. Und eine Kurve fliegen, durch zwei Öffnungen fliegen, um dann schließlich in einem Wasserbecken zu landen. Ich kann nicht mehr Elytra fliegen. Dann fliegen sie einfach mit mir. Können Sie fliegen, Herr Ixico, auf der HD? Ja, aber ich weiß den Weg noch nicht ganz auswendig. Ich habe das nicht so begriffen. Also, Sie müssen erstmal durch den Gang fliegen. Sie würden uns erstmal. Ich hoffe, ich fliege dicht nach Ihnen. Er hat gerade die Geheimtür geöffnet, die wir uns durchbuddeln müssen.
Okay. Ich nehme die Spitzhacke auch mit. Okay. Wenn wir alles haben. Wir müssen alles ins Bett. Wir müssen alles ins Bett. Ja, ja. Wir besprechen alles nachher. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Mhm. Moin. Ja, Zombie! Hilfe! Ist ja gut, ist gut. Sie haben nur wieder Halluzinationen. Ich glaube, die Tee drin ist kein Zombie. Wir sind in dieser Isola. Guten Morgen, alles zusammen. Hilfe! Herr Adulat, helfen Sie mir, ihr seid Zombie! Wir hatten mal wieder Halluzinationen. Bei Grief. Zombie! Wir haben jetzt erst, wir kommen jetzt erst essen und danach haben wir direkt Freigang, oder? Der ist da vorne. Wir möchten erst den morgens Freigang. Frühstück, ich darf hier eh kein Frühstück. Leute, der Zombie. Ja, ich werde von oben nach unten die Zähne. Herr Jutan 69 bekommt erst später einen Freigang, wenn alle gegessen haben. Mobile Creep, wenn sie hochgehen. Haben die Tür auf? Nein, wir haben Essen gebunkert und das ist verboten. Aber wir haben schon noch später alle zusammen ein bisschen Freigang, damit wir uns ein bisschen unterhalten können. Ich habe die Tür verbarrikadiert. Nur nicht, dass der Herr Jutan 69 irgendwie an Essen kommt. Ich habe die Tür verbarrikadiert. Mobile Creep. Oh, jetzt habe ich mir an der Fackel verbrannt. So ein Ärger. Ich komme sofort. Herr Wächter, wo bleiben Sie schon wieder? Ich komme ja gleich. Herr Wächter. Ich habe die Tür verbarrikadiert. Hier kommt niemand rein. Herr Adulant, wann kommen Sie? Ich habe sehr viel Hunger. Ich musste gerade was schauen gehen. Ich bin irgendwie immer noch sehr müde. Sie haben ihre Klamotten vergessen anzuziehen. Jetzt sind sie hier oben nackt. Nicht ganz, aber sie haben nur Schlafanzug an. Was? Wo bin ich? Hilfe, wo bin ich? Wo bin ich? Jetzt bin ich die Treppe runtergefallen. Muss Zombie verprügeln. Ey, wo bin ich? Aua, Hilfe! Was passiert? Ich bin hier. Zombie! Hey, ach so, ja, ich weiß wieder, wo ich bin. Jeder, der Sie haben noch Halluzinationen. Ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Zombie. Wo wir sind. Helf mir jetzt, ein Zombie ist, wenn ich sterbe. Aua. Also, Herr Wert ist wirklich sehr unfähig. Zombie. Sie sich wieder ein. Ich bin hier drin sicher, hier kommt niemand rein. Aua. Herr Mobile Creep. Ja. Vielleicht muss ich ihn zur Sicherheit aller anderer. Aua, ich bin bewusstlos. Oh, Verzeihung, Herr Exitcrafter. Ich habe die Granate erschlagen. Sie haben ihn bewusstlos gemacht. Was fällt Ihnen ein? Tut mir leid, es war ein Versehen. Was? Aber sonst muss ich sie einschließen und jedes Mal das Essen reinbringen. Wenn sie nicht in der Lage sind. Da war ein Zombie. Verzeihung, Hexycraft, das wollte ich nicht. Entschuldigen Sie, Mobile Grief, könnten Sie mir schnell meine Sachen wieder zurückgeben? Er hat meine Lederrüstung. Ich habe nicht deine Lederrüstung. Gib meine Sachen. Ich habe nicht deine Lederrüstung, die hat Herr Adulant. Ach, Herr Adulant, haben Sie meine Lederrüstung? Nein, ich habe keine Lederrüstung. Hat es aber auch gar keine an, Herr Hexycraft, der HD. Ja, sie hat echt keine an. Ich gehe in ihr Zimmer. Schade, ich dachte, ich könnte noch eine zweite abzahlen. Ja, danke. Ja. Ich habe sehr viel Hunger, wenn er... Oh, Steak Talk. Ich liebe Steak Talk. Die sind echt egoistisch, ja, Adulant. Renn sie vor mir weg! Herr Mobile Creep rennt weg! Schnell! Hexycrafter! Oh, Entschuldigung, ich hab mich verirrt. Entschuldigen Sie bitte, ich hab mich verirrt. Ich gehe sofort raus. Wusste ich doch, dass Sie was mitgeschmuggelt haben. Ist doch nicht. Was Herr macht Adulant, die da ich habe sehr viel Hunger. Warte, ich werde die Tür auf. Das ist Freigang. Die Isolation ist scheiße blöd. Ja, ich werde sie jetzt. Du Idiot, jetzt meine Goldmann gezeigt, du Vollidiot. Gib sie mir jetzt zurück. Was ist da oben los? Gib sie mir zurück! Hey, gebt ihr euch die Nuggets zurück! Wir holen doch alle hier raus! Er hat alle Nuggets! Wer soll wem was geben? Ich hab deine nicht! Natürlich! Unsere 10 Pfennig, die wir haben! Ich hoffe, deine 10 Pfennig und die hat der Herr einfach gestohlen! Nein, die hat er nicht gestohlen! Seine Aktionen sind die verschwunden! Ich habe diese 10 Pfennig nicht gestohlen! Die hat bestimmt Herr Adler, weil er hat sie doch getötet!
habe 2 Pfennig hier. Die liegen vor Hellsensics 9 Zelle. Im Mobile Creep, warum haben sie sich eingeschlossen? Das war nicht alles. Ich hatte. Wir sollten uns doch einschließen. Nein, sie hatten Freigang. Dabei. Jetzt habe ich nur noch 16. Das ist aber nett, danke. Komm sie an rein. Herr Wetter, legen Sie sich flach. Machen Sie mal eine Erholung. Aber lassen Sie bitte um die Tür zum Essensraum offen. Der stinkt so. Da stinkt so, dass ich abziehen kann. Ja, aber machen Sie das in Ihrer Zelle. Können Sie mal bitte kurz leise sein? Hey, ich sehe gerade eine Idee. Ich schenke Ihnen was. Hier, sehen Sie. Okay. Ah, danke. Ihr braucht. Danke. Mir fehlen noch 2 Stück. So ein Ärger. Hey, ich sehe gerade. Egal, ihr habt den Plan gut gemacht. Gebt mir all euer Gold. Okay. Also 50 von meiner Seite? Gebt einfach das ganze Gold. Und 50 von meiner Seite. Ich hab ihnen alles gegeben. Perfekt. Okay. Eine Spitzhacke und eine Elytra. Aber wartet, gebt die Spitzhacke zurück. Dann könnt ihr euch noch 3 weitere Elytras holen und wir können es auch ohne Spitzhacke schaffen. Nein. Ja, okay. Aber noch eine weitere Elytra noch. Hier, dann könnt ihr beide was haben. Ja, danke. Jetzt sind wir bei... Warte, 2 Goldnuggets. Bitteschön. Danke. Die anderen kriegt der Herr Exikofter. Exikofter! Ja. Hier, ich habe Ihnen einen weiteren Goldnugget in Ihrer Kiste gelegt. Ich habe uns Marschverpflegung zusammengespart. Ich habe mir Marschverpflegung zusammengespart. Leute, ich habe einen Plan. Was? Was für einen? Ah, der Knopf. Die Türklinke. Die kann man abmachen. Oh ja. Hey, ich sehe gerade die Idee. Ziehen wir hier eine Jacke. Hallo. Wir sind ja alle nur auf Toilette. Oh, die Toilette ist aber schön geräumt. Kann ich einziehen? So, ich bin schon wieder fertig. Einschließen. Was? Schon wieder einschließen? Ja. Wann mal? So, gehen wir wieder. Falsche Zelle. So, schließe ich mich wieder ein. Wieder in seine Zelle. Ich bin sehr erschöpft, Herr Adonand. Ich muss etwas langsamer gehen. Oh, falsche Treppe. Tut mir leid. Dahin. Ich glaube, jeder sollte mal einschlafen. Gehen Sie bitte in Ihre Zelle, Herr Mobile Creef. Einschlafen. So, und jetzt am besten jeder mal ins Bett. So. Mach keine Schnappe.